Ja, servus Leute und willkommen zu den Overwatch Basics, eine neue Videoreihe von mir, bei der ich für euch die Overwatch-Grundideen mal erkläre. Wenn ihr also irgendwelche Fragen oder ein Thema habt, das ich mal behandeln soll, dann schreibt mir das auch in die Kommentare. Das erste Video wird darum gehen, ob man denn lieber ein Held mainen soll oder eher ein Flex-Spieler sein sollte. Das alles erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Tja, Main oder Flex-Spieler, das ist vor allem eine wichtige Frage für diejenigen, die von anderen Spielen kommen, wie zum Beispiel League of Legends, Dota oder Diablo, kurz gesagt Rollenspiele, da man da auch dieselbe Frage hat. Doch bei Overwatch ist das etwas anders. Vorher sollten wir aber nochmal genau klären, was denn eigentlich ein Main oder ein Flex-Spieler ist. Main bezeichnet hierbei das Erlernen eines einzigen Heldens oder Charakter, den man dann sehr gut beherrscht, während ein Flex-Spieler quasi das Gegenstück dazu ist, der kann nämlich alles halbwegs gut spielen, beziehungsweise mehr als eine Position. Jetzt hört sich es natürlich prinzipiell besser an, sich einen Helden rauszusuchen und den so lange zu trainieren, bis man ihn spielen kann wie ein junger Gott. Nun ist allerdings in Overwatch ein Teamspiel mit den drei Überkategorien Damage-Dealer, Tank und Supporter. Sprich, es hängt davon ab, mit wem ihr zusammenspielt, beziehungsweise wie ihr spielt. Wenn ihr oft alleine spielt, würde es sich empfehlen, ein Flex-Spieler zu sein, um sich quasi den anderen Randoms anzupassen. Es würde sich also anbieten, am besten sich zwei Kategorien rauszusuchen, wie zum Beispiel Tank und Support, da auf, naja, zumindest niedriger Elo, die meisten Leute DD spielen wollen. Wenn ihr öfters aber mal mit Freunden spielt und ihr euch einigermaßen abstimmt, könnt ihr euch auch auf eine Kategorie festlegen oder auf mehrere Helden aus unterschiedlichen Kategorien, die ihr dann schon sehr gut spielen könnt. Wenn ihr dann schon in höherer Elo seid und eventuell später auch mal in einem professionellen Team spielt, wie ich jetzt zum Beispiel gerade bei Ghost Gaming tue, dann solltet ihr euch auf eine Rolle spezialisieren, also auf eine Kategorie, sprich entweder Tank, Support oder DD. Aber aus dieser Kategorie solltet ihr dann am besten alle Champions sehr gut können. Und die meisten haben dann noch einen favorisierten Helden, den sie dann gerne spielen. Dennoch sollte man alles können, denn Overwatch ist ein extrem dynamisches Spiel. Man braucht einfach einen großen Map-Pool und niemals nur einen einzigen Helden. Zusätzlich muss man ja auch noch beim Mainen dennoch darauf achten, dass man die anderen Helden auch gut kennt. Denn man muss ja wissen, wann kann man reingehen, wo sind die Schwächen, wo sind die Stärken vom Gegner, um seinen eigenen Profit wieder zu erhöhen. Gut, ich hoffe, das Video hat euch etwas weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, die Videoreihe wird euch gefallen. Ich werde jetzt regelmäßig auch ein paar Overwatch Basics raushauen. Ich habe hier ganz viele Ideen auf meinem Schreibtisch liegen. Und ansonsten haut rein und viel Spaß beim Zocken.